So, da sind wir wieder. Ganz prima. Wir sind immer noch beim Bau an der gleichen Stelle. Habt nichts verpasst. Wir warten jetzt mal ab, was hier weiter so passiert. Das Fenster mal schließen. Und dann mal gucken. Wir könnten vielleicht zwischendurch mal abchecken, ob ich noch irgendwo... Oh, da wollen noch ganz schön viele Flüge. Kriege ich die? Ja, wir sind doch... Nee. Zu eng. Wir brauchen eine zweite Bahn. Oder irgend sowas. Mehr Stellplätze, eine zweite Landebahn. Pipapo. Was man da alle so brauchen kann. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Polizeistation auch fertig. Mal gucken, ob unserem Tutorial das gefallen hat. Kaufe einen Flughafen, Polizeifahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeug und einen Rettungswagen. Dashboard. Ich glaube, das war hier. Fahrzeuge. Was haben wir hier? Treibstoff? Nein. Wir brauchen Flughafenpolizei. Jetzt bestellen. Rettungswagen bestellen und bestellen. Prima. Ich habe alles bestellt. Jetzt werden wir gleich sehen, wie die hier angerollt kommen, die Jungs. Weil das ist ja hier der Welteingangstunnel. Der ist ja hier unten. Da ist der Welteingangstunnel. Oh, das machen wir mal nicht so schnell. Hier kommt unser Polizeifahrzeug. Da, hervorragend. Ein richtig schönes Ding. Und was macht das? Das dreht rum. Warum auch immer das rumdreht. Warum dreht das rum? Aha. Ah, aber da rein fahren sie schon, ne? Ah ja, die parken da. Das steht jetzt draußen. Der Krankenwagen steht da drin und dann müsste noch das Feuerwehrauto kommen. Das Feuerwehrauto kommt auch. Ganz fantastisch. Das haben wir alles gekauft. Das ist alles da. Jetzt können wir weiter gucken. Wenn ein Flugzeug beschädigt ist, muss es in einem Hangar repariert werden. Baue einen Hangar und verbinde ihn mit einer Rollbahn. Na gut. Kann ich den vielleicht da reinstellen? Wo kriege ich denn überhaupt einen Hangar her? Das ist ja mal eine ganz andere Frage. Hier haben wir einen Hangar. Ja, da können wir einen Hangar reinstellen. Ich baue vielleicht zwei. Aber wäre es nicht cleverer? Ich würde mal sagen, wir stellen das hier hin. Oder? Ich bin mir unsicher. Ich baue hier auf jeden Fall mal zwei Hangars hin. So, jetzt brauchen wir... Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Eine Landebahn. Aus Abfahrt, Start, Landebahn. Warte kurz. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich glaube schon. Oh Himmel, ich habe Flugzeugparkposition, Hangar. Warte mal, es könnte auch der Rollfahrt sein. Aber wir brauchen ein Rollfeldfundament, ne? Da war was. Wo kriegt man jetzt das Rollfeldfundament nochmal her? Ich hab, da. Machen wir das so. Knüpfen das hier an. Machen das so und knüpfen das hier an. Jetzt müssen wir unsere Jungs mal ranlassen, die müssen das ja erstmal bauen. Und dann könnte man jetzt hier die Punkte verbinden. Wäre das drin? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass das oben hin muss. Kommen jetzt auf jeden Fall hier unsere Seppels an. Da kommen jetzt auf jeden Fall unsere Seppels an. Die bauen jetzt Hangars. Man kann das schlecht sehen, weil Nacht ist. Oh, wir haben Benachrichtigungen. Hab ich neue E-Mails? Nee. Das sind nur die Benachrichtigungen, dass hier alles angekommen ist. Aber wollen wir mal abchecken. Bau ein Vogelschlagverhütungssystem. Aus dem Fenster für Start- und Landebahnverbesserungen. Ja.
System zur Vermeidung von Vogelschlägen. Okay. Habe ich gebaut. Also muss bestimmt erstmal aufgebaut werden. Muss bestimmt irgendwo da so ein Techniker rammeln. Halten die sich jetzt alle da hinten auf? Was ist eigentlich da los? Ach, das sind, glaube ich, die Hausmeister, oder? Ich habe keine Ahnung. Wo sind denn jetzt meine Bauarbeiter? Die Kasper wird da irgendwo rum. Und keiner weiß, wo. Aber gut. Da ist jetzt hier so ein... Genau. Patrouillen können sowohl den Sicherheitspersonal in Terminals als auch Flughafen-Polizeifahrzeugen zugewiesen werden. Das ist super. Erstelle eine Patrouillenroute für Sicherheitspersonal innerhalb eines Terminals mit einer Länge von 4 oder mehr Wegpunkten. Okay, das machen wir. Und wo mache ich das? Hier. Da. Gut. Einer. Zwei. Drei. Vier. Ja. Habe ich gemacht. Erstelle ein... Für eine Flughafenpolizei eine Patrouille. Alles klar. Auch das machen wir. Lösche eine Patrouillenroute durch Auswahl des X-Symbols und klicke auf einen Wegpunkt. Gut. Habe ich gemacht. Flughafen, Polizeifahrzeuge entfernen Landtiere. Mhm. Das ist schön. Wow, das läuft super. Wenn du soweit bist, dann kannst du deinen kleinen regionalen Flughafen vergrößern und bessere Verträge mit Fluggesellschaften erhalten. Wir müssen größere Flugzeugstandplätze bauen und sicherstellen, dass unsere Landebahn für Jets bereit ist, die bald landen werden. Da alle kommerziellen Flüge den Jet A1 Treibstoff verwenden, sollten wir ein Jet A1 Treibstofflager bauen, wie wir es zuvor mit Afgas 100 LL gemacht haben. Bauarbeiter erneut anfordern. Wie kriege ich denn den Schiss jetzt wieder zu? Danke. Erweitere deinen Flughafen. Baue einen mittelgroßen Check-in-Schalter. Wird das Forschungsbild Lizenz für mittelgroße Flugzeuge freigeschaltet? Okay. Mittelgroßer Check-in-Schalter. Was ist denn überhaupt ein Check-in? Das hier, ne? Check-in-Schalter. Wo gab's denn den? Schalter. Wahrscheinlich hier. Information. Info. Check-in. Klein. Warum kann ich nur klein? Boarding-Schalter. Klein. Info geht mittelgroß. Aber Info ist es nicht. Das ist bestimmt, weil... Baue einen mittelgroßen Check-in-Schalter. Wird über das... Ah, okay. Ja, klar. War klar. Nein, war dumm. Entschuldigung. Betrieb. Wir müssen ja erst wieder erforschen. So, klicke neues Ding. Mittelgroßer Check-in-Schalter. Wird freigeschaltet Lizenz für mittelgroße Flugzeuge. Erweitert kommerzielle Luftfahrt. Das muss es ja sein, theoretisch, ne? Gut. Oh, da brauchen wir 5 Leute für. Das heißt, ich muss mal 5 Administratoren noch. Ich muss noch ein paar Administratoren einstellen. Hier. Naja, wir machen das vielleicht so, ne? Ja, anstellen, 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 anstellen. So.
Dann Betrieb und hier und dann haben wir 7. Das ist doch super. Mit dem Wachstum, Quatschkram. Gut, dann starten wir das jetzt. Oh. Eieiei, der Captain. Das wird ja jetzt wieder einen Moment dauern. Dann können wir ja jetzt wieder hier so ein bisschen rumpiepeln, popeln. Zeig mal her, was kann ich denn machen? Ja, hier, oh, hier will keiner mehr landen. Haben alle abgesagt, haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich kann's ja nachvollziehen, so ist es ja nicht. Ich kann's ja nachvollziehen. Das heißt jetzt wieder 24 Stunden warten. Das ist prima. Wenn das nicht Spaß macht, dann weiß ich es auch nicht. Ja, wenn das nicht Spaß macht, dann weiß ich es auch nicht. Wir warten ab. Ja, man hat da nicht so viel zu gucken gerade, ne? Hier, das Ding dreht sich. Jetzt haben wir einen Hangar, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwann mal einen Notfall annehmen müssen. Haben wir eigentlich einen Sicherheitsseppel, der jetzt hier halt im Kreis läuft? Oder haben wir überhaupt einen Sicherheitsseppel? Das ist doch mal eine ganz andere Frage. Ich habe auch, glaube ich, keinen übrig, ne? Ich habe, glaube ich, nur die, die da stehen. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Wir müssen mal gerade gucken, wie die Einnahmen täglich sind. Ah, das ist auch runtergegangen, der Cashflow. Wir sind jetzt hier bei... Ja, Minus ist ja klar, weil ich da so viel gekauft habe. Ne? Hier, das sind die betrieblichen Ausgaben. Da sind Gebäude gebaut worden. Pipapo. Was sind denn andere Einnahmen? Rückerstattung, Kredite, Boni. Mhm. Und andere Ausgaben? Ah, der Bau. Lieferung, Einkäufe, Kreditzurückzahlungen, Mitarbeiterschulung. Ah, da hatte ich zufällig auch eine, weil ich auch, glaube ich, einen falschen Knopf gedrückt habe. Naja, man will da ja nichts sagen, ne? Wie können wir denn unsere Landebahn reparieren? Wir könnten das auch upgraden, das Ding. Ich weiß allerdings nicht, ob das Sinn ergibt. Wie lange brauchen die jetzt eigentlich, bis die hier betrieblich soweit sind? Ach du Vater, das dauert ja wirklich lange. Das ist ja wirklich eine lange Aufgabe. Moment. Ich hätte da technisch gesehen eine Idee, wenn wir da vielleicht einfach noch den 8. einstellen. Ich meine, 8 gehen ins Projekt. Dann können wir den ja einfach da reinfeuern und können uns freuen. Haben wir denn da so viele Arbeitsplätze, dass meine ganzen Administratoren hier rumkaspern können? Und warum stehen hier eigentlich Menschen rum? Was ist denn das? Der ist doch Ramp Agent. Warum macht denn der Ramp Agent hier drin rum? Naja, das wird schon seinen Sinn haben, dass der Ramp Agent hier drin rummacht. Er macht bestimmt in der Zeit, in der er nichts tut, ist der Ramp Agent bestimmt dafür verantwortlich, einfach rumzustehen und nichts zu machen. Hier unten stehen übrigens unsere Bauarbeiter. Na, hier, da sind unsere ganzen Bauarbeiter. Alle am Start. Keiner tut was. Und Polizisten sind auch dafür verantwortlich, dass die Jungs vom die Kühe vom Feld kommen, also vom Flughafen entfernt werden. Also wir haben keine Kühe drauf gerade, glaube ich. Aber die müssten ja, wenn, dann auch losfahren direkt. Oh, wir können hier was machen. Was können wir denn machen? Wir haben hier TA Schieß mich weg. Ja, das wird auch wieder nichts, weil wo soll ich denn noch hinstecken? Ich habe keinen Platz mehr. Wir müssten dafür mehr Rollbahn haben. Wahrscheinlich. Und vielleicht auch andere Parkplätze. Ich habe ja da auch nur 5. Aber eine neue Rollbahn, das wäre da schon hilfreich, denke ich. Aber gut. Kann man jetzt nichts machen. Na, muss man auch ein bisschen aufpassen. Geht so. Okay, muss man ein bisschen aufpassen. Dass man das nicht aus Versehen mutet. Das wäre ja ein bisschen doof, ne? Wie ist denn der Game Sound so? Der ist schon ziemlich laut, ne? Können wir ja jetzt schon mal ein bisschen leiser pegeln vielleicht. Leiser pegeln. Haben wir es im Spiel nicht so laut nachher beim Bearbeiten. Ich mache mir den auch noch mal ein bisschen leiser, finde ich ein bisschen angenehmer. So, was ist denn jetzt hier?
Die Kohlen gehen uns aus. Oh, ich wollte große Flugzeuge. Und was machen die? Die brauchen da 280 Jahre, bis sie den Rotz erforscht haben. Ja, Sicherheitsbedenken gibt es auch welche. Das ist alles nur Durchschnitt, ne? Alles nur Durchschnitt. An was genau hängt es denn hier? Was haben wir da für Probleme? Korrekt zerstörtes Gepäck. Was machen die Mitarbeiter? Sicherheitspersonalfähigkeiten, die sind halt auch dünne. Man könnte natürlich beim Personal mal gucken, was haben wir denn da? Wo ist denn unser Sicherheitsbeauftragten? Administrator, Ramp Agent, das ist auch ein total bescheuerter Name. Sicherheit. Oh Gott, der kann ja gar nichts weiterbilden. Sicherheit, weiterbilden. Hier, der Ramp Agent ist ja auch eine Vollpfeife. Ja, mach weiter, Alter. Bis du grün bist. Was ist das? Auch ein Ramp Agent. Weiter, bis du grün bist. Administratoren sind so viele, das ist mir... Wobei der gar nichts kann, ne? Der ist maximal geschult. Ach du Heiland. Die können doch alle gar nichts. Also wenig. Aber gut. Oh, da ist was Grünes. Ja, wir können wieder Flüge reinholen. Was macht das? Flugtyp 5. Aha. Was ist denn Flugtyp 5? Zeigt, ob der Flug wiederkehrend oder einmalig ist. Wenn der Flug wiederkehrend ist, wird die Anzahl der Flüge in der Reihe... Ach, guck mal an. Und wo sehe ich, wie viele von den Flügen jetzt abgearbeitet sind? Kann ich das irgendwo sehen? Verschwinden die dann einfach? Fehlt da nicht auch schon was? Und warum kann ich den hier nicht reinsetzen? Guck mal, ich bin doch... Willst du mich verkaspern? Ich versuche das jetzt einfach mal irgendwo... Das kann doch nicht sein, da wollen wir doch nicht erzählen. Hier, guck mal, da kann ich 5 Flüge und nichts geht. Warte mal, wir drücken mal G. Oh, Wahnsinn, da steht gar nichts drin. Klasse. Gut.